Während ich hier spreche, steht die erste Qualifying Session kurz bevor. Durch sie wird ermittelt, welche zwei Fahrer es in die zweite Runde schaffen. Genau, somit herzlich willkommen zu MotoGP 16. Kleines Red Bull Spielberg Special hier von mir. Endlich mal fahren wir auch die MotoGP. Obwohl es hier noch einige Schwierigkeiten gibt, leider auf dieser Strecke. So, wir nehmen das Quali mit und fahren dann 10 Runden Rennen, also 2 Qualis haben wir eigentlich. Und ich habe mich auf die Werks-Ducati gesetzt. Nehmen wir jetzt jeweils, schauen wir, dass wir eine Runde halbwegs hinbekommen. Von den Zeiten ist das, glaube ich, eh nicht so dramatisch im Quali, habe ich gesehen. Also wir haben uns hier mal ein bisschen eingrooven bei den 2 Qualis. Ja, die Strecke ist einmal zum Fahren an sich gar nicht einmal so einfach, finde ich. Oder liegt es auch am neuen MotoGP, beim 16. Ich bin noch gar nicht so MotoGP eigentlich gefahren. Das ist schon ein bisschen anders, das Fahrgefühl, im Vergleich zu den letzten. Da freue ich mich dann schon, wenn wir die Moto2 fertig haben, dass wir dann hier die komplette Saison MotoGP fahren, mit welchem Motorrad auch immer. Das wird definitiv sehr spannend. So, und ich muss mich hier wirklich konzentrieren. So, hier raus, und dann muss man schon wieder eigentlich fast in die Eisen. Ich bremse lieber zu früh, denn ich bin schon ein paar Mal hier geradeaus und ins Kies gefahren. Diese heiklen Stellen, die muss ich mal merken. So, wir werden dann im Rennen das Iannone-Setup nehmen mit vorne Soft und hinten Medium. So, hier muss ich auch aufpassen, da bin ich auch schon ein paar Mal. Ja, da sind wir schon, da sind wir schon ein bisschen zu weit. Ob mir das im Rennen die ganze Zeit gelingen wird, bezweifle ich. Jetzt schauen wir mal, oh, die Zeit schon nicht gut aus. 24, oh, da müssen wir 25, 30, ah, könnte eng werden. 24er Mitte brauchen wir fast. Glaube ich jetzt einmal. So, jetzt gehen wir mal hier rein, schauen wir mal. 09, ah, das geht sich raus. Aleix Espargaró kommt mit uns, mit seiner Suzuki ins zweite Quali hoffentlich. 07, ja, Bradley Smith, Petrucci, da schafft keiner mehr was anscheinend. Bradl 10., Bautista letzter. Also ich drücke die ganze Zeit auf Y, dann ist schon die Zeit ausgelaufen. Wunderbar, Freunde, wunderbar. Da kommen wir ins zweite Quali rein. Hier bei unserem kleinen Red Bull Ring Spielberg Special. Macht heute, bringen wir das einmal zwischendrin. Könnte ja passen, immer bei einem Rennwochenende, dass wir vielleicht die MotoGP, solange wir hier noch nicht in der MotoGP auch fahren, da vielleicht bringen. Je nachdem, wie ich Bock habe und wie es gerade passt. Aber heute passt auf jeden Fall. Und noch einmal als kleine Info, Formel 1 habe ich auch aufgenommen, das habe ich jetzt aber wieder rausgenommen, ich habe es so hochgeladen. Machen wir es mal beginnenden zweiten Qualifying. Die Fahrer werden ihre Ruhepause in den Boxen gleich beenden und auf die Piste zurückkehren. Wetter? Nicht, nein. Ja, leider wieder dasselbe Problem gehabt bei Formel 1. Ich war im Quali, habe den Ton versucht, nur um jetzt ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen. Habe das probiert, habe aufgenommen, haben es angehört, hat alles top gepasst. Nehmt er das Rennen auf und ich bin schon wieder so leise und der Ton vom Motor ist schon wieder so laut. Ich habe keine Ahnung, was da das Problem ist. Da muss ich halt direkt beim Rennen vorher ein, zwei, drei Versuche machen, ob das funktioniert und dann erst kann ich erst fahren anscheinend. Weil nicht, was da immer lauter sich stellt. So. Wir sind einmal hier bei MotoGP, sorry für alle, die das nicht interessiert. So, hinten haben wir gesagt einen Medium drauf. Das passt ganz gut und bei den Bremsen will ich jetzt eigentlich einmal versuchen, vorne die 1 rein. Will die aggressiveren Bremsen, habe ich noch gar nicht probiert. Bin schon ein paar Mal gefahren, ich habe gestern auch aufgenommen und jetzt beim Shadowplay ist mir schon das zweite, dritte Mal passiert, dass auf einmal noch, ich weiß nicht, waren es 1,5 Minuten, 2 oder 3 Minuten, auf einmal die Aufnahme aus. Das muss ich ja jedes Mal rechts unten kontrollieren, ob zumindest der Kontrollbutton noch da ist von der Aufnahme. Das werden wir jetzt jedes Mal bei der Start und Ziel machen, aber gut, ich, das werdet ihr eh nicht mitbekommen. So, ich würde sagen, jetzt mal... Achso, verdammt, das ist Quali. Ich war schon im Rennen mit dem Setup, mit den Reifen, sorry. Ja, Traktion wird auch auf 4 gegeben, das ist hier gar nicht so schlecht auf der Strecke. Obwohl es eigentlich das Problem mehr beim Anbremsen, glaube ich, war. Bei der einen Kurve oben.
So, wenn wir es halbwegs hinkriegen, die Runde, dürfen wir wieder ganz vorne, glaube ich, mit dabei sein. Ich brauche in Rennen eigentlich eh nur diese Runden so abspulen. Dann traue ich mal zu sagen, Podium ist sicher. Ansonsten die Positionen ist ziemlich, wird ziemlich chaotisch werden, Freunde, ich werde es euch sagen. Vor allem die erste Schikane rechts, da springe ich dabei übers Curb. Dann gibt es Unfälle dort, weil er stürzt, weil er übers Curb fährt, innen über das Gelbe. Schade, dass das so, dass das keiner genau angeschaut hat. Finde ich ein bisschen schade. Vor allem hier im neuen Ring, auf der neuen Strecke. Dass das nicht besser gelöst haben. Dass da keiner einen Grand Prix gefahren ist und dass sich ein bisschen angeschaut hat, wenigstens, dass das halbwegs da rechts, dieser Gelbe hier noch, hier ist noch nicht das Problem. Erst nach Start und Ziel rechts. Werden wir dann gleich jetzt beim Rennen sehen, Freunde. So eine 25-2, ich bin da schon 23 gefahren, glaube ich. Aber gut, das war jetzt einmal so eine entspannte Runde. Schauen wir mal, wenn wir halbwegs dabei sind. Das sollte aber, glaube ich, reichen. Oh, 0-2 merkt Marquez. Ja, das passt perfekt. Da überholen uns vielleicht, wenn überhaupt, nein, gar keiner mehr. Optimal. Perfekt. Eine Safety-Runde, da bin ich auch von der Zeit her relativ gleich auf. Aber wir werden sehen, auch gestern bei dem Testrennen Lorenzo gestürzt, war auf einmal 18 da und. So, die mit der mittleren Reifen sollte bei uns eigentlich drauf sein. So, laden wir mal rein. Hallo an all unsere Fans, die sich eingeschaltet haben. Und willkommen am Red Bull Ring. Genau. So, die Bremse, ja, da habe ich jetzt gar nicht so viel Unterschied gemerkt, aber schlecht ist nicht worden, deswegen lassen wir das. Hinten Durchschnitt, das passt. Der vordere hält, witzigerweise. Aber hinten, mit meinem Durchdrehen wahrscheinlich. Aber jetzt mit der Traktionskontrolle hoch soll es doch ein bisschen besser werden. So. In die Startaufstellung. Marquez Lorenzo, Rossi, Iannone Dovizioso, meine zwei Ducati-Kollegen in der zweiten Reihe. Mal schauen, ob sie hier auch in der Startaufstellung ihre Power ausspielen können. Nur noch Sekunden vom Start eines sensationellen Grand Prix. Hintere Reifen schon ein bisschen höher von der Temperatur her und los geht's. Sollte man nicht einen Reifen einen Streifen drin haben? So, schauen, springt er schon wieder über die... Wow. Na, zumindest mal in der ersten Kurve alle halbwegs durchgekommen. So, ja, jetzt haben wir vielleicht den Vorsprung, weil die nicht so optimal rauskommen. Na, wir müssen erst einmal hier unsere Runden abspulen können. Hier werden sie gleich einmal alle anbremsen. So, hoffentlich schießt uns keiner ab. Das ist ja ein bisschen problematisch und da vorne ist auch noch ein bisschen gefährlich mit Abschießen. Aber wir haben einen leichten Vorsprung, das ist gut, auf Rossi. Espargaro Dritter, sehr schön. Wo man hier schon bremsen muss, das ist unfassbar. Ich will meinen, das ist, weiß nicht, 50 Meter früher wie gefühlt als im vorigen Teil. Im MotoGP 15 zum Beispiel. Jetzt generell, jetzt nicht nur hier am 1 natürlich, den kennen wir natürlich nicht jetzt, aber das Fahren ist ja irgendwie komplett ein anderes Gefühl. Was beim 15er. So, dadurch ich jetzt schon ein paar Übungsrunden drauf habe, ja, und da fahre ich schon in die Wiese. Sollte man hoffentlich ohne Sturz und ohne gröbere Probleme über die Runden kommen. Also hier habe ich einige Runden gebraucht, dass ich hier reingekommen bin. Da habe ich auch schon ein paar Mal geradeaus geschossen. Warte, da muss ich fast stehen bleiben. Da hinten springen schon die ersten über die Kurve, nein. Geht auch noch, Crash Pavel, schade. Somit hat er sich die Chance auf einen Top-Platz, glaube ich. Wow, das war wieder zu schräg. Deswegen muss man immer ein bisschen Luft lassen. Ein bisschen Vorsprung haben wir noch. Tobi auf der 5. Mischt damit. Beide Espargaro auf 3-4. Ja, wir versuchen hier den Sieg von Iannone nachzustellen. Mehr oder weniger. Wir haben dann alle Formel 1 Fans, ich werde dann demnächst oder
Ja, ich bringe dann morgen den Grand Prix noch einmal, aber wieder im Einzel-Grand Prix-Modus, so wie das letzte Mal, oder wann war das? Ich weiß gar nicht. Und werde euch dann das Ergebnis so verkünden. So, jetzt haben wir... Ich will wieder aufs Fahren konzentrieren, sonst wird das wieder nichts hier. So, hinter uns ist wer? Rossi, sehr geil. Ich hoffe, Rossi macht zumindest selber keinen Fehler. Ja, und da habe ich schon verschrien und da bin ich schon wieder zu spät auf der Bremse. Ich hoffe, Rossi springt da nicht selber so, dass er stürzt da über das gelbe Körb innen. Wir sind jetzt zwar schneller, sehen wir eigentlich über die Runde gesehen, wenn die Runde passt. Aber die Runde passt nicht immer und das ist eben genau das Problem. Sollten wir nicht beim Medium-Reifen oder irgendwie eine andere Linie drauf haben, das stimmt ja schon wieder nicht. Für Rossi. Also mit unserem kleinsten Problem ist er wieder da auch natürlich. Ja, die erste Runde war entscheidend, dass uns da keiner in der ersten Schikane berührt oder sonst irgendwas. Das war entscheidend. Runde 4 von 10. Ja, aufs Grüne darf man fahren, glaube ich, nur aufs Rote nicht. Ja, nach ein bisschen Übung läuft das jetzt wirklich ganz gut. Ah, da darf ich nicht zu aggressiv hinten und dann schon in der Schräglage schon ein bisschen anfangen zu bremsen. Das darf man nicht machen. Rossi 1,9 momentan. Brummen wir ihm da sogar ein bisschen was auf. Also wir können eigentlich ganz entspannt fahren. Sogar fast ein bisschen langsamer wie im Quali. So muss man hier agieren. Also ich für mich zumindest. Schade, dass es hier keine Coop-Saison gibt. Das wäre auch geil. Da wäre der Mike sicher dabei auch. Er ist jetzt nicht, glaube ich, so der über MotoGP-Fan. Hat sich zwar selber auch ein Motorrad jetzt gekauft, die kann Yamaha. Aber MotoGP selber schaut jetzt, glaube ich, nicht so oft. Aber es wäre kein Problem. Also, aber Koblitz Play wäre auf jeden Fall dabei. Ja, die Einzelrennen und dann mitschreiben. Hm. Ja, müssen wir uns überlegen, ob wir da was machen. Wäre aber wieder mal eine andere Idee. Vielleicht fangen wir da mal an. Ich glaube, Michael, das spielt gar nicht, glaube ich, ist 16. Ja, muss ich mal plaudern mit ihm. So, wir fahren jetzt hier ganz entspannt in den Alpen. Dass ich hier nicht übermütig werde, wenn und dann hinten raus schieße. So, über 2 Sekunden auf Rossi, sehr gut. Oh, Reifen hinten warm, ja. Weil ich schon nicht permanent am Durchdrehen bin auch. Na, ja, dicken zu weit hier. Jetzt geht er wieder der Reifen von der Temperatur her. Gehen wir mal in der Traktion auf 2 zurück, nur mal als kleine Probe auch. Wir werden ja nicht hoffentlich gleich auf der Nase liegen. Aus kleinen Traktionskontrollen-Tests. Rossi noch hinter uns eigentlich, ich weiß gar nicht.
Ah, schon wieder hier das Problem. Ich muss da ein bisschen ruhiger reinkommen. Wow, aber das ist natürlich auch eine Nummer. So die Sicht aus Sicht der Ducati-Piloten. Inklusive mir. Schönes Dashboard zu sehen. Leicht unruhig raus beschleunigen. Da kommt schon raus hier, da müssen wir wieder rausgehen. 07, da haben wir jetzt einiges verloren. On board anscheinend. Aber Rossi ist noch da. Ah, das habe ich da drüben nicht ausgestellt, diese Strafen, den Strafenkatalog da. 03 wird uns da abgezogen zum Schluss. Ah, war das immer außen im roten Rand? Das kann natürlich sein. Boah, die schwarzen Striche hier, unglaublich. Die können ja auch schon alle keinen Gummi mehr drauf haben. Und dann mal große Schule 1,8 gegeben. Treffen ist hier eben relativ warm, aber noch vom Verbrauch her ganz okay unterwegs. Und ab hier statt Ziel, ah, ein Rutscher und der ist schön orange. Da wird auch sicher der Verbrauch ein bisschen raufgehen. Ich habe da immer irgendwie instinktiv ein bisschen den Formel 1 Bremspunkt drinnen, wenn ich nicht hundertprozentig konzentriert bin. So, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wer da zum Beispiel Dritter ist. Habe ich da eine Ducati? Habe ich da was Rotes gesehen da hinten oder nicht? So, wir sehen hier Rossi. Sehen wir hier noch wen? Nein, sonst keiner in der Zwischenzeit. Aber zwei hinter ihm und dann noch eine Zweiergruppe. Das ist schon Runde 8 von 10, wenn wir es eh sehen. Genau hier raus, da muss ich auch aufpassen. Mit der Traktion. Jetzt mit Traktion 2. Ja, ich habe gesehen, hier brauche ich wirklich zumindest mal einmal eins Ring mit der MotoGP, einige Testrunden vorher mehr als erwartet. Wir sind ganz komfortabel vorne weg in den letzten zwei Runden jetzt. Ja, da habe ich einige Runden gebraucht, bis ich behirnt habe, wo da wirklich der Bremspunkt ist.
habe ganz vergessen zu schauen, ob die Aufnahme läuft. Also Glück läuft hier noch. Aber wenn nicht, würde es das Video eh nicht sehen wahrscheinlich. Also von dem her ist es eh egal. So, letzte Runde jetzt hier. Vorsprung auf Rossi. Ich sehe noch immer nicht, wer Dritter ist. Das blendet man hier leider nicht ein. Schade. Mir würde es nur so drin interessieren. Es könnte, ja, die fighten mal hinten, glaube ich, die zwei. Espargaro, Dovizioso, 3-4 haben wir gesehen gerade. Und jetzt gerade jetzt Espargaro vorbei an Dovi. Da steht nur Espargaro hinten leider, aber ich schätze, es wird der mit dazu zugesehen. Vermute ich jetzt einfach mal stark. Und heute gar... Ist das immer von... Weiß nicht, wenn man das Rennen wieder neu startet, dann... Dann sind diese Probleme hinten vielleicht mehr. Jetzt in der letzten Runde rutsche ich raus. Bin ich blöd, oder? Bin ich blöd, oder bin ich blöd? Ja, vor lauter Reden wieder und abgelenkt. Jetzt gehe ich hier zu weit. Jetzt gehe ich hier... Jetzt reicht's aber. Jetzt fahre ich die... Und jetzt streue ich in einer Runde alle Fehler ein, die ich vorher erwähnt habe auch. Ja, genau. Das ist ja nicht... So. Ja, tut mir leid. Was? Rossi? Rossi Crash? Das gibt's jetzt nicht, oder? Aber nicht von mir. Das habe ich leider zu spät gesehen. Ja, somit gibt es einen Doppelsieg für Ducati anscheinend. Ach du Scheiße, wo ist der Rossi wieder hin? Ja gut, ist ja nur ein kleines Übungsrennen gewesen. Ja, kleine... Ganz kleine Zeitstreife haben wir gehabt. Espargaro auf der Yamaha, okay. Dann Lorenzo, Iannone, Pedrosa, Vinales. Ja, hier im Einsring. Alles ein bisschen anders. So. Fünffach. Im Prinzip will ich eigentlich nur in die letzte Runde. Können wir da... Ah, da können wir... Ah, sehr schön. Wir können springen auch. Na, ist ja perfekt. Wir sehen eigentlich ohne Probleme, ohne Sturz bin ich jetzt ein bisschen lässig runtergekommen und dann habe ich gleich zwei solche Stürze oder was raus hier und einmal rausgerutscht. Das ist ja unfassbar, oder? Ja, weil ich wieder nur hier gequatscht habe und dann schon mit den Gedanken wieder woanders war, das ist immer das Problem. Das ist eben nicht so ganz einfach mit dem Kommentieren noch. So, ich glaube jetzt kommen wir dann schon langsam in die letzte Runde, oder? Ne. So, kommt jetzt der Sturz. Ja, schön übers Vorderrad, wunderschön. Durchs Reden, nicht konzentriert. So, jetzt passt auf, jetzt fahren wir los. Und Rossi innen wahrscheinlich, oder? Oder wo ist er? Jetzt ist er weg. Hä? Wieso ist Rossi verschwunden? Passt das dann mit dem... Da haben wir Rossi. Genau. Der Doktor. So, wir bleiben mal in seiner Ansicht hier. Ganz entspannt. So, ich spawne. Fahr los. Er ist da. Hä? Was macht er? Macht er einen Crash? Ist auf Start und Ziel. Okay, das ist definitiv ein Bug. Und glaubt, er ist oben. Okay, danke. Ich habe genug gesehen. Freunde, was ist denn da wieder los gewesen? Ja gut, okay, wir könnten sagen, Rossi wäre... Na gut, er hätte uns aber unten in dieser Links, wo ich dann das zweite Mal weggerutscht bin, beim ersten Mal, da hätte er uns eventuell ausgebremst. Also Rossi hätte können das Rennen gewinnen. Oder wäre ich mindestens Zweiter geworden. Also so viel können wir mal hier
sagen, Gott sei Dank zählt jetzt nicht zu wem. Das hätte mich jetzt extrem geärgert, wenn jetzt Rossi so den letzten Platz belegt hätte. Gut, in diesem Sinne darf ich Danke sagen. Das war das kleine Red Bull Special. Wir haben schon mal gesehen, was uns da erwartet, wenn wir dann mit unserem MotoGP-Zug in der Karriere hier auch ankommen. Das erste natürlich mit ein bisschen einem schwächeren Team hinten, aber da könnte man, wenn es passt, natürlich gute Punkte dann machen. So viel kann man schon mal sagen. Ja, nochmal kleiner Hinweis, Formel 1 muss ich nochmal aufnehmen. Man versteht mich wieder nur sehr schwach und das will ich euch nicht antun, deswegen habe ich es wieder rausgenommen als Formel 1, deswegen ist auch nur heute ein Video statt den mindestens zwei, was ich gesagt habe in meinem Ankündigungs- oder Wochenendvideo. Ich werde es aber heute am Abend gleich aufnehmen und dann morgen das Formel 1 raufstellen, Abu Dhabi, und werde euch dann einfach sagen, wie das richtige Karriererennen ausgegangen ist mit den Platzierungen. Also zumindest von den Top-Platzierungen, was da alles war mit Hamilton, hat ja 29 Punkte Rückstand auf mich beim letzten Rennen. Es gibt aber doppelte Punkte und. Gut, ist aber jetzt hier nicht wirklich beim MotoGP interessant. Deswegen, ja, nur als Info, wer dann dort auch dabei ist. Gut, das war's. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Kleines Special. Ich hoffe, das ist für euch soweit auch okay gewesen, dass man hier so ein am Rennwochenende so ein Special raushauen. Nächstes Woche in Brno. Mal schauen, ob ich da wieder eins raushaue vielleicht. Mal schauen, mit welchem Team, mit welchem Fahrer und überhaupt. So, was können wir uns herunterladen? Aha, unglücklicher Benutzername oder wie? Hä? Keine Inhalte sind sowieso zur Verfügung. Okay, alles klar. Brauchen wir auch nicht. Gut, das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.